In dieser Folge von Wir segeln geht es um unsere Fehler. Was haben wir falsch gemacht? Was bereuen wir? Und wo ist was wirklich schief gegangen? Und es wird immer schlimmer. Wir sind Tobi und Franzi. Seit 4 Jahren leben wir auf unserem Segelboot Zora in Griechenland. Es ist eigentlich egal, ob man in Internetforen oder auch unter YouTube-Videos die Kommentare liest. Wenn es um Fehler geht, wird es immer sehr erhitzt und es gibt immer so, das darf man nicht machen, das ist lebensgefährlich. Und ganz ehrlich, wenn man im Hafen mit Seglern redet, sieht das alles ganz anders aus. Jeder hat da so seine Geschichten und die werden auch einfach mal ganz locker vorgeholt. Wenn einer sagt, oh, da haben wir uns aber dumm angestellt, dass das und das passiert, dann kommt der Nächste, der sagt, ach, macht euch nichts draus. Bei uns ist der Mast mit Segel runtergekommen, war richtig scheiße, aber man kommt drüber weg. Und ich finde, im Internet ist diese ganze Diskussion vollkommen falsch. Wir tun ja wirklich so, als würde keiner von uns Fehler machen. Dabei wissen wir alle, dass wir Fehler machen. Und wenn man gut darüber reden kann, dann kann man vielleicht auch noch was lernen. Anstatt wenn immer nur gemeckert und gesagt wird, oh, so wird das gemacht, hat keiner was davon, weil sich immer so zwei Fronten gegenüberstehen. Und in diesem Video möchte ich es einfach mal anders machen. Wir erzählen von unseren 8 größten Segelfehlern und es wird immer schlimmer. Also wir fangen mit dem am wenigsten schlimmsten Fehler an und arbeiten uns vor. Was sind die Fehler, die wir gemacht haben? Ich kann so nicht. Na gut, dann fange ich erstmal alleine an. Den ersten Fehler habe ich schon lange vor Zora gemacht. Und zwar habe ich ein Jahr in Norwegen gelebt. Auf der Abschlussfahrt sind wir von Norwegen nach Schottland gesegelt. Und zwar auf der Staatsrat Lehmkühl. Ich glaube, es ist in der gleichen Werft gebaut wie die Gorch Fock, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ist auch egal. Da hat mir Segeln keinen Spaß gemacht. Ich fand es furchtbar. Und ein Grund, warum ich es so furchtbar fand, war, dass mir die ganze Zeit leicht übel war. Es liegt einfach daran, dass ich noch nicht wusste, dass ich was essen muss. Und natürlich, wenn es mir leicht übel geht, dann denkt man, oh Gott, wenn ich jetzt noch mehr esse, dann übergebe ich mich am Ende. Aber für mich ist es genau der umgekehrte Effekt. Bevor ich losfahre, muss ich was essen, sonst wenn es anfängt zu schaukeln, habe ich immer Probleme mit Seekrankheit. Ich darf keine allzu ausgefallenen Sachen essen, aber Trockenbrot geht immer und ich fühle mich dann viel besser. Oh oh. Ich meine, es gibt 2 Klassiker, die man immer wieder sagt. Das eine ist, wenn man übers Reffen oder ans Reffen denkt, dann sollte man es auch schon tun. Das ist leider wahr. Wir haben schon sehr oft übers Reffen diskutiert. Und das mal, was dir immer im Kopf ist, wo sie auch recht hatte, war, als es dunkel wurde und wir auf eine Meerenge zugefahren sind unter Spinnaker. Und Franzi sagte, wir sollten den runternehmen, es wird dunkel. Das war mir irgendwie zu dogmatisch. Ja, ich glaube, es war zwischen Andros und Tinos, also auch noch in den Kykladen, wo ja doch oft sehr viel Wind ist. Kam dann auch so, wie es kommen musste. Es kam irgendwie an der Meerenge dann plötzlich sehr viel Wind. Als ich dann den Spinnaker runternehmen ziehen wollte, beziehungsweise den Dageschlauch drüber ziehen wollte, hat sich da tatsächlich was vertüdert mit dem Seil. Und dann war es plötzlich auch schon so dunkel, dass ich nicht mehr genau sehen konnte, was. Ja, und dann haben wir uns kurz mal so auf die Seite gelegt, dass ich dachte, ach du Scheiße, jetzt ist aber echt vorbei. Und ich habe Tobis Schreien gehört, habe aber auch nicht richtig gesehen, was denn jetzt da vorne los ist. Wir hatten das Vorsegel, glaube ich, ausgerollt tatsächlich, um dem Spinnaker den Wind zu nehmen, aber dabei hat sich irgendwie die Bergeschlauchleine hinter das Vorsegel gezogen und dann war irgendwas nicht gut. Oh oh. Ich würde sagen, generell in den Kykladen haben wir irgendwann eher früh gerefft, vor allem wenn wir auf eine Insel zukamen, weil in den Kykladen hast du eigentlich immer Fallwinde und... Wenn der Wind so über den Berg kommt, werden schnell aus 25 Knoten 35. Deswegen lohnt es sich immer, auch die topografischen Formen mit einzuberechnen, also Berge, Meerengen. Aber zu früh reffen kann halt selten großen Stress verursachen. Aber ein kaputtes Segel
mindestens ist schon eine andere Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, really? Eine Sache, wo, weiß ich nicht, wo ich vielleicht dann auch ein bisschen mehr verantwortlich für bin, weiß ich nicht, dass wir machen schon öfters Rollentausch, also dass jeder von uns mal den Blister setzt, jeder mal runterholt. Allerdings waren wir jetzt in der letzten Saison ein bisschen faul mit beim Ankern tauschen, weil, ich weiß nicht, es geht einfach schneller, wenn wir es, na klar, wenn man es so macht, wie man es immer macht. Also Tobi steuert, ich lasse den Anker runter. Ich lasse tatsächlich auch gerne den Anker runter, weil wenn ich sehe, dass dann alles sitzt, dann fühle ich mich viel sicherer, weil ich es halt so erlebt habe. Also es ist schon quasi unsere gewünschte Arbeitsteilung. Es ist ja auch okay, Arbeit zu teilen. Ich meine, das macht man ja eigentlich in allen Bereichen. Bei manchen Sachen funktioniert es sehr gut, wenn einer da abwäscht und der andere... Abwaschen tut keiner gern. Es ist ja nur ein Beispiel. Und der andere lieber Staub saugt, dann kann man das ja entsprechend teilen. Ich saug lieber Staub. Ich glaube, bei Abwaschen würde ich auch lieber Staub saugen. Aber es sind halt so Sachen wie Dinghy fahren hatten wir jetzt im letzten Sommer. Aber vielleicht gehört das auch zu Rollentausch dazu, ja. Ja, das stimmt. Entschuldigung, sprich weiter. So ist es immer. Immer. Ich habe mich halt verdacht. Ja. Wenn Franzi nicht gerne fährt, dann ist es natürlich immer eine Hürde, sich dazu zu zwingen oder den anderen dazu zu zwingen oder eben... Das stimmt, ja, man macht es dann halt nicht. Man streitet sich dann ja irgendwie und das ist halt anstrengend. Man streitet sich? Nee, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust mit dem Dinghy-Motor zu fahren und lieber das Kajak nehme, wenn Tobi dann sagt, oh, nimm doch mal den Dinghy, das Dinghy mit dem Motor, dann sage ich, ich will aber nicht. Ja. Dann ist halt irgendwie schon Stress. Wir hatten ein Erlebnis im letzten Jahr, da war das Wasser noch relativ kalt und ich wollte, dass sie mich mit dem Dinghy abholt. Nachdem ich nach Hause geschwommen war quasi. Ist nicht relevant jetzt für die Geschichte. Ich wollte nur sagen, dass ich ein Sissy ist. Das hat überhaupt nicht geklappt mit dem Motor, dann ist er irgendwie abgesoffen, abgewürgt oder was. Und also das Ergebnis war dann, dass ich Franzi im treibenden Dinghy hinterher schwimmen musste. Also ich habe genau das Gegenteil von dem erreicht, was ich eigentlich wollte. Da habe ich dann gesagt, es war in dem Moment keine bedrohliche Situation, es war mir nur zu kalt. Es war halt nur kaltes Wasser. aber das war so ein Schlüsselerlebnis, das könnte ja auch mal wichtig sein. Habe ich danach aber auch gedacht. Von da an war dann die schöne Dinghy-fahrlose Zeit vorbei, dann mussten sie immer Dinghy fahren. Ja. Ich habe noch einen Fehler, den ich, glaube ich, immer habe. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie ungeduldig und leicht konfus. Sag noch nichts dazu. Was ich sagen will, ist aber... Der Fehler, den ich mir zukreide, ist, ich habe letztes Jahr das Rig gespannt. Ich habe die Wanten erst handfest gespannt und dann habe ich mit dem Maßband auf 2 Meter gemessen, dass sich die Wand noch um 3 Millimeter reckt. Und dann wollte ich gucken, wenn wir segeln und halt schief liegen, nochmal die Wanten überprüfen, um zu gucken, ob die richtig gespannt sind. Also man guckt halt, dass die nicht zu viel Spannung haben, aber halt auch nicht zu wenig und lose rumschlackern. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dass ich dafür ja ständig die Splinte rein und raus machen muss und habe sie erstmal ganz rausgelassen. Und dann habe ich das Ganze irgendwie aus den Augen verloren. Das nächste Mal, als wir viel Wind hatten und ich das überprüfen konnte, hatten wir auch sehr viel Welle. Deswegen hat das Boot dann halt die ganze Zeit so gemacht. Der Mast hat sich bewegt und es hat sich alles gelockert. Aber es wird mir auch nicht wieder passieren. Was war das denn für ein Gesicht? Ich glaube, es wird mir nicht wieder passieren. Zumindest das ist damit erreicht. Wir haben generell die Diskussion über die Geschwindigkeit, in der man irgendwelche Arbeiten macht. Und du bist viel schneller mit allem Möglichen. Also ich würde irgendwie bei Wänden lackieren wahrscheinlich irgendwie 3-mal so lange brauchen, um noch irgendwie das letzte Futzelchen irgendwie super zu machen. Und zugegeben, es ist in vielen Sachen viel besser, 80% in 20% der Zeit zu erledigen,
als wenn ich irgendwie viermal so lange brauche und noch irgendwie ein Futzelchen mehr mache. Das stimmt. Beim Rick sähe es halt anders aus. Da ist halt egal, ob man 99% erreicht hat, wenn ein Splint fehlt, dann ist es trotzdem 100% unnütz, wenn es dann runterkommt. Also, ja. 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 Ah! No, 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 no! Ich wollte sehen, was die Tankanzeige anzeigt, als das Boot neu war. Da sind wir, waren Wochen, nachdem wir losgefahren sind. Der Tank kann leer sein, wenn die Anzeige auf 10% steht. Es kann aber auch sein, dass wenn die auf 0 steht, noch 50 Liter drin sind. Auch das wäre durchaus, kann wichtig sein zu wissen. Aber das Wetter war gut angesagt, die Tankanzeige hat leer angezeigt. Schon seit Wochen eigentlich. Und ich habe gesagt, wir fahren weiter und gucken, wie weit man noch kommt, wenn sie leer anzeigt. Wir hatten natürlich Reservekanister, alles dabei. Wir wollten in die kleinen Kykladen. Und auf dem Weg dahin, südlich von Naxos und Paros, wurde es sehr windig. Wie wir jetzt wissen, durch den Düseneffekt zwischen den Inseln. Und da ist das Dingi von den Davids gefallen. Es war nicht das Dingi, was wir jetzt haben, also kein Schlauchboot. Wir hatten damals das Bananaboot. Das heißt, wir haben es verloren. Es ist voll Wasser geschlagen. Und dann ist das so ganz leicht immer unter der Wasseroberfläche. Also es war sehr schlecht zu sehen. Wir haben es umkreist, wir haben es wieder eingefangen. Aber es war halt voller Wasser und unglaublich schwer, so dass die Seile wieder gerissen sind. Es verhält sich eigentlich wie ein Treibanker und das ist gar nicht so einfach, den wieder aus dem Wasser zu kriegen, wenn die Bedingungen schlecht sind, viel Wind und viel Welle. Ja. Und es ist ein sehr großer Treibanker. Ging auch sehr lange, wir haben da nicht auf die Uhr geschaut, schwer zu sagen, ich weiß nicht, 1-2 Stunden ging es wahrscheinlich. Es wurde dann dunkel und ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, lass uns damit aufhören, vergiss das Dingi, lass uns hier weg, das wird nichts mehr. Das haben wir dann auch gemacht. Durch die ganze Aktion sind wir nach Süden getrieben, sodass es am einfachsten war, nach Ios zu segeln. Dann, wie gesagt, war der Tank alle, was am Segel ist gerissen und als Quintessenz sind wir unter Segeln in eine Bucht reingekreuzt, haben dabei noch festgestellt, dass das Ruder nicht richtig bis zum Anschlag ging. Also es war multibel schwierig. Obwohl wir an diesem Tag das erste Mal Delfine gesehen haben, war das unser allerschlimmster Segeltag. Und da gibt es übrigens auch ein Video drüber. Eine andere generelle Geschichte. Man darf niemals das Meer unterschätzen. Egal wie gut die Bedingung ist, immer vorbereitet sein, dass alles schief gehen kann. Wir werden nicht bei Windstille tagsüber ohne Welle mit Schwimmwesten rumsitzen, angeleint und Regenhüte schon auf. Ja, ja. Das ist natürlich Quatsch, aber kam alles zusammen. Das ist das Nächste. Es führt selten ein Fehler zur Katastrophe. Es ist dann meistens eine Verkettung. Ja, ja. Und an der Stelle war die Kette schon mit dem schlechten Wetter, mit dem verlorenen Dingi, mit dass wir uns gehetzt haben vorher, waren schon drei Sachen erfüllt. Und als Viertes war dann der Diesel alle. Und die Seebedingungen so schlecht, dass an das Einfüllen eines Reservekanisters gar nicht mehr so einfach zu denken war. Und es hätte im Nachhinein relativ einfach verhindert werden können. Also angefangen hat es tatsächlich in der Rückbetrachtung, was ziemlich witzig ist, dass wir uns auch ein Standardding, unter Druck, unter Stress irgendwie loszukommen. Ja. Und wir haben hinterher beide gesagt, dass das Dingi eigentlich nicht optimal in den Davids hängt. Und wir haben es beide bemerkt, aber beide nicht kommuniziert. Ich weiß nicht, zum einen, weil ich hatte irgendwie Druck, ich wollte weiter. Ich weiß nicht, ob du auch Druck hattest oder ob es mehr mein Druck war, der sich ausgewirkt hat.
Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß, dass ich daran gedacht hatte, sie kriegt jetzt die Krise, wenn es jetzt noch länger dauert. Aber das kann ja sein, dass ich vorher schon irgendwie Zeit gebraucht habe oder keine Ahnung. Also das ist dann egal. Also ich weiß nicht mal mehr, warum wir uns den Druck gemacht haben. Ich glaube, das war, da hatten wir haben ja das Boot gekauft und hatten eigentlich vor dem ersten Winter nach Mallorca zu kommen. Und das war halt noch, das war, weiß nicht, Mai, Juni, Juli, irgend sowas. Und da hatten wir diesen Plan noch nicht aufgegeben. Also wir dachten noch, wir fahren jetzt durch Griechenland und dann, weiß nicht, im Herbst fahren wir nach Mallorca. Und es ging halt einfach nicht hin mit unserem Zeitplan. Wir mussten immer noch was machen und irgendwie hatte ich dann auch das Gefühl, ich muss jetzt noch was sehen, wir müssen was machen. Und ja, und dadurch ist total Stress aufgekommen. Inzwischen versuchen wir alles viel entspannter anzugehen. Wir warten auf die passenden Wetterfenster. Und vor allem ich versuche mich nicht durch selbstgesteckte Ziele unter Druck zu setzen. Wir reisen bewusst langsam und wollen uns Zeit nehmen zum Entdecken. Aber das war auch genau der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich da wirklich darüber nachgedacht habe, vielleicht bin ich zu blöd dafür, vielleicht bin ich nicht dafür geschaffen, das kann doch nicht, dass alles irgendwie, wenn alles so schief geht. Wir haben dann Wochen auf Ios verbracht, um auf unser neues Schlauchboot zu warten und unsere Wunden zu lecken. So hatten wir auch viel Zeit für Gespräche mit unserem Nachbarn. Das Nachbarboot, mit dem hatten wir gesprochen. Und es war eine wunderschöne Swan. Ja, die erste, glaube ich. Eine von den ersten, ja. Das Boot war in einem Tip-Top-Zustand. Mit neuem Mast hatten wir vorher schon neue bewundert. Segel, ja. Tip-Top, ja. Schöne Linien, sehr hübsches Boot. Ja, ja. Und der Nachbar sagte, als ich das bewundert habe, hat er gesagt, das Rig ist ja auch quasi neu. Und das ist es halt wirklich, das letzte ist nochmal, ja, er hat seinen Mast mit den Segeln verloren. Und er hat vor allen Dingen, er hat erst neue Segel machen lassen und hat dann das gesamte Rig samt der neuen Segel verloren und hat jetzt den zweiten Satz neue Segel mit neuem Mast. Ja. Und das hat mich dann doch sehr eingenordet, dass es wirklich nicht so schlimm ist, sein Schlauchboot zu verlieren, selbst wenn alles irgendwie blöd gelaufen ist, aber ja, passiert halt. Ja, nein, irgendwie. Schlimm ist es natürlich schon, ja, ganz also, klar, das sollte nicht passieren, aber wenn nicht, man sich was aussuchen kann, was schief geht, dann gehört das zu den... Aber meine Reaktion, also deswegen dann aufhören zu wollen oder sich einfach total überfordert zu fühlen, das war halt zu viel. Ja. Deswegen, wenn mal was nicht klappt, nehmt es euch nicht zu sehr zu Herzen. Jeder macht Fehler und wir lernen dadurch. Wobei natürlich der Mast, da kann man schon drauf verzichten. Aber am Anfang, es passieren allen Leuten Sachen. Und auch das muss man sich klar machen. Es ist nicht irgendwie, wie es in den Internetforen ist. Oh, lebensgefährlich, wenn ihr das und das macht. Nein, alle machen Fehler. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch passiert ist. Oder ihr könnt auch schreiben, oh, das geht ja gar nicht. Von mir aus schreibt auch das.